Hi, ich habe heute wieder vollgepackte Tüten. Aufgrund der Tüten könnte man tatsächlich denken, ich verschoppe. Leider nicht, ich habe ein Aufgebraucht-Video. Das letzte war genau vor einem Monat und zwar kurz vor Weihnachten. Und wenn ich mal überlege, war ich sogar in dem Zeitraum ja noch im Urlaub und so weiter. Und ich habe trotzdem wieder zwei volle Tüten. Mein Vorsatz ist es ja, mehr Sachen aufzubrauchen. Und ich würde sagen, das läuft bei mir. Deswegen fangen wir auch sofort an. Übrigens nochmal Dankeschön für eure lieben Kommentare zu meinem neuen Haarschnitt und meiner neuen Haarfarbe. Ich bin irgendwie noch nicht in der Lage, diese Blow-Dry-Routine zu machen, weil ich wollte heute Morgen meine Haare quasi so richtig schön föhnen und damit sie so eine, was ich meinte, halt so eine Bewegung haben. Ja, ich habe dann irgendwann geglättet, weil es einfach nichts geworden ist. Ich glaube, ich muss mir noch weiterhin 100 Tutorials angucken und dann wird das irgendwann. Nun gut, das ist auch schon wieder völlig off-topic. Irgendwie habe ich das in letzter Zeit. Ich fange meine Videos an mit Themen, die im Endeffekt keinen interessiert. Das erste Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist eine Foundation. Ich habe auch mal ein Video gemacht zu meinen Top-Drogerie- und High-End-Foundations und da war die auf jeden Fall dabei aus der Drogerie. Das ist die Maybelline Fit Me Foundation in der 120. Mittlerweile gibt es ja auch eine hellere Version davon. Was ich gut finde, denn mittlerweile ist die eigentlich ein bisschen zu dunkel für mich. Also ich musste die in letzter Zeit, als ich noch die letzten drei Tropfen rausgeholt habe, schon ein bisschen mischen, weil sie einfach auch zu gelblich ist und einfach ein bisschen zu dunkel. Ich finde aber die Gel-Textur ganz angenehm. Ich würde sagen, sie hat eine mittlere Deckkraft und ist definitiv vom Finish her sehr frisch, aber nicht extrem strahlend. Also ich finde, das ist so eine Foundation, die würde so tendenziell jedem Hauttypen irgendwie passen. Man kann ein bisschen abholen, man kann sie so ein bisschen variieren und man kann sie auch einfach super schnell verblenden, was immer ein Bonuspunkt ist. Wenn ihr meine Foundation-Sammlung gesehen habt, wisst ihr, dass ich so 2, 3, 4, 5, 10 zu viele Foundations habe. Deswegen werde ich die jetzt nicht nachkaufen, aber es ist auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung von mir. Ich habe drei Wimperntuschen leer gemacht. Die eine, muss ich sagen, die habe ich eigentlich schon relativ lange leer gemacht und die werde ich jetzt auch nicht wegschmeißen. Ich wollte euch trotzdem nur mal ans Herz legen, dass das eine ganz, ganz tolle Foundation ist. Foundation? Ich bin immer noch am anderen Thema. Mascara, und zwar ist die von Bobbi Brown. Das ist die Lash Glamour Extreme Lengthening Mascara in Black. Und zwar ist sie mittlerweile so, also sie ist so ausgetrocknet, aber das finde ich gut, weil ich sie nur noch so zum Trennen von meinen Wimpern benutze. Ich habe sie aber auch sehr gerne benutzt, als sie quasi noch Produkt in sich hatte. Sie ist, ich würde sagen, sie gibt nicht super viel Dichte, sondern sie gibt sehr, sehr viel Länge. Was ja auch dort steht, ne? Eine Lengthening-Mascara. Deswegen war das für mich eine super Mascara, weil ich ja gerne immer ein bisschen Länge möchte. Ich benutze ja eh meistens zwei, drei verschiedene. Und jetzt im trockenen Zustand trennt sie einfach phänomenal. Also die empfehle ich euch total und die werde ich mir auch irgendwann nachkaufen. Dann habe ich eine von Catrice und zwar die Glamour Doll Curl & Volume Mascara. Das ist eine der wenigen Wimperntuschen, die ich wirklich benutze, ohne eine andere. Also ich finde, sie ist sehr, sehr feucht am Anfang, was ich persönlich und beziehungsweise was meine Wimpern gerne mögen. Ich fand sie jetzt am Ende, ja, ich weiß nicht, ich finde immer, dieses, eine Mascara muss erst eintrocknen, bis ich sie benutzen kann. Diese Theorie verfolge ich irgendwie überhaupt nicht. Aber ich weiß ja, jede, also ich meine, Wimpern ist ja so ein Thema, da kann man, glaube ich, nie so eine Empfehlung aussprechen, weil jeder wirklich andere Wimpern hat. Nichtsdestotrotz eine Mascara, die ich definitiv nachkaufen werde. Und bei dieser hier, da bin ich irgendwie unsicher, weil die habe ich mal, glaube ich, in so einem Set bekommen. Und eigentlich erledigt sie einen ähnlichen Job wie die Bobbi Brown. Die ist halt von Max Factor, die Eye Brightening Tonal Black Volumizing Mascara. Mascara für braune Augen. War nett, aber ich habe sie auch nur noch eigentlich benutzt, um nachher so die Wimpern zu trennen. Die würde ich jetzt tendenziell nicht als so mega revolutionär nennen. Also die war nett, aber die, denke ich, werde ich nicht nachkaufen. Bei Hautpflege habe ich auch so einiges leer bekommen im Dezember, was ich echt gut finde. Und zwar auch einmal vom Body Shop die Sumptuous Cleansing Butter mit Camilla. Schwierig. Ich finde das Produkt als solches gut, es erledigt den Job. Dadurch, dass ich aber wirklich so sehr auf meinen Emma Hardy Moringa Cleansing Balm schwöre, ich finde ihn einfach noch viel öliger, noch viel sanfter, einfach viel schöner auf der Haut. Dieses Gefühl ist für mich unbezahlbar. Wenn ich mich damit abschminke, ist es so, ist einfach so eine Wohltat. Deswegen im Vergleich zu dem ist es einfach okay. Nichtsdestotrotz ist der Preis natürlich viel geringer als dem von Emma Hardy. Tendenziell würde ich sie nachkaufen, weil sie den Job erledigt. Sie hat mein Make-up abgenommen, sie hat mir nicht in den Augen wehgetan, was bei mir ein riesengroßes Thema ist, weil ich ja extrem schnell total feuerrote Augen bekomme. Aber trotzdem, es ist jetzt nicht so wow.
ich denke, ihr wisst, was ich meine. Jetzt habe ich zwei Cremes leer gemacht und auch beide im Dezember. Und zwar von Clinique, die Moisture Surge. Moisture. Wisst ihr, das Ding ist, ich will nicht immer so übertrieben englische Worte betonen, weil ich weiß, das gibt immer viel Hate. Aber anders hört sich es halt schlecht an. Moisture Surge. Nun gut, auf jeden Fall die Extended Thirst Relief Gel Creme. Es gibt halt auch die Moisture Surge Intense. Und die hätte ich mir wahrscheinlich kaufen müssen, da ich einfach so, so trockene Haut habe. Ich bin aber allgemein, das ist glaube ich der Fehler, den ich jetzt mittlerweile verstanden habe. Oder wie soll ich sagen, kein Fehler, aber ich habe mittlerweile einfach gemerkt, dass meine Haut mit Gelcremes einfach nicht klarkommt. Ich mag dieses Gefühl nicht, ich mag auch Serien nicht, die sich so anfühlen. Ich mag es einfach sehr, sehr cremig, sehr, am besten ein bisschen ölig. Das hat natürlich auch mit meiner trockenen Haut zu tun. Tendenziell ist das einfach für mich ein Produkt, was ich überhaupt nicht mochte. Und ich mag sehr viele Clinique-Cremes. Ich schwöre zum Beispiel auf die... Aha. So toll finde ich sie also. Super Defense, genau, die liebe ich über alles. Die, wir haben uns einfach gestanden. Alles war ein totaler Fehlgriff und ich bin auch nicht irgendwie interessiert, jetzt die Intense auszuprobieren, weil ich einfach kein Gel-Creme-Fan bin. Kennt ihr das? Ihr kriegt irgendwo eine Probe oder benutzt es irgendwo und sagt so, oh mein Gott, wie großartig ist das? Und dann sagt ihr, okay, ich kaufe sofort nach. Aber irgendwann kauft man es nicht mehr nach, obwohl man sich jedes Mal denkt, das war so, so, so toll. Und genau das ist bei diesem Produkt. Ich habe da, glaube ich, vor Ewigkeit mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich habe es hier nie gezeigt. Auf jeden Fall war das mal bei Douglas bei einer Bestellung als Goodie dabei. Und ich dachte mir, okay, hört sich gut an. Und zwar von Alterna, das Candy Oil Dry Oil Mist. Das war phänomenal. Das hat meine Haare so schön gemacht. Es hat sie glänzend gemacht, es hat sie gepflegt. Es war nicht zu viel Öl. Es war einfach das Beste oder eine der besten Haaröl-Situationen, weil es ja aber auch ein Dry Oil Mist ist. Das ist, glaube ich, das Erste, was ich benutzt habe. Was ich hier benutzt habe, dieser Satz war völlig sinnlos. Ihr wisst, was ich meine. Das war auf jeden Fall ein Produkt, was mich total umgehauen hat. Und jedes Mal, wenn ich bei Douglas bin, de facto, laufe ich da sogar hin, nehme es in die Hand und denke mir, oh, es war so klasse. Und dann gehe ich weg. Es macht überhaupt keinen Sinn. Vielleicht liegt es einfach daran, ich habe einfach noch super viel Haaröl. Ich bräuchte es eigentlich nicht, aber ich denke mir, wenn ich mal wieder eins brauche, dann werde ich mir das nachkaufen. Das war phänomenal. Also meine Haare waren einfach ein Traum. Ja. Wer von euch britische YouTuber schaut, wird die Marke Ojon auf jeden Fall kennen. Die war ja auch bis vor einem Jahr noch in Deutschland zu erhalten über QVC. Ah, ich finde es sehr, sehr traurig, weil es ist eine ganz, ganz tolle Haarpflegemarke und die haben wunderschöne Produkte. Und dieses Produkt habe ich auch, ich habe das quasi nochmal, also ich kann es jetzt noch einmal leer machen, aber dann habe ich auch nichts mehr. Und zwar ist es das Rare Blend Oil Total Hair Therapy. Das ist eigentlich ein Produkt, es hat drei verschiedene Öle. Man schüttelt das und es ist einfach so, so reichhaltig. Also ich würde sagen, wenn ihr mal in England seid und das bei Boots seht, schaut es euch auf jeden Fall mal an. Das ist aber definitiv etwas für Leute, die... Ich wollte gerade sagen, so wie ich mit kaputten Spitzen, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich habe ja keine kaputten Spitzen mehr. Ich habe ja völlig gesundes Haar jetzt. Wer weiß, wie lange es andauert, aber derzeit habe ich keine kaputten Spitzen, deswegen ist es für mich gerade überhaupt nichts. Aber wenn man das hat, und ich rede ja aus jahrelanger Erfahrung, dann ist es super, weil es einfach super reichhaltig ist und es pflegt die Haare und ist einfach ein ganz toller Geruch. Oh, ja doch, hier ist noch... Haaröl ist ja auch so eine Sache, da habe ich ja auch irgendwie eine kleine Obsession. Womit hast du keine Obsession, Jamina? Nagellack, da habe ich einen Refill-Nagellack von P2 leer gemacht zum Auffüllen von Gel und Kunstnägel. Kann man aber auch für normale Nägel benutzen. Das Ding ist, also folgendermaßen, ich mag einfach meine Fingernägel nicht, denn ich würde nicht sagen, ich habe monströs große Hände, aber mein Hand-zu-Nagelbett-Verhältnis ist einfach nicht okay. Meine Fingernägel sind einfach zu klein. Ich finde das überhaupt nicht schön. Und ich würde gerne so größere, also wisst ihr, was ich meine? Nicht längere Fingernägel, sondern einfach größere Nägel haben. Ich finde einfach, ich habe so Kindernägel. Und ich finde das überhaupt nicht schön. Und deswegen, meine Nägel wachsen auch nicht gleichmäßig und so weiter und so weiter. Deswegen überlege ich schon super lange, ob ich diese Shellac-Nägel mir machen lassen soll. Wenn ihr das habt, wenn ihr Erfahrung habt, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich hatte mal, als ich 16 war, Gelnägel mit so rosa Glitzer, bling bling, absolut abartig. Aber damals war das ja hip, glaube ich auf jeden Fall. Jetzt war meine Speicherkarte voll. Ich glaube, es sollte mir sagen, Jamina, rede nicht so viel, du redest ohne Punkt und Komma und du redest einfach wieder völlig
völlig auch wieder am Thema vorbei, weil wieso rede ich eigentlich gerade über Schellacknägel, wenn ich doch über diesen Nagelhärter rede? Ich glaube, es ging darum, dass ich einfach, genau, ich möchte einfach meine Nägel verändern, weil sie mich irgendwie stören. Und das ist quasi meine Frage an euch. Habt ihr damit Erfahrung? Kann man das machen? Oder ist es mega extrem schädigend für die Nägel? Denn die Gelnägel waren ja schon echt extrem. Danach hatte ich ja nur noch so Papierblättlein auf den Händen. Nichtsdestotrotz, ich mag diesen Überlack. Ich würde ihn mir auch nachkaufen. Ist definitiv einer der besten Überlacke, so aus der Drogerie. Aber ich schwöre weiterhin auf Sashweet. Jetzt kommt wieder mein exzessiver Duschgelverbrauch. Und teilweise denke ich mir ja wieder... Nein, ich denke mir gar nichts mehr. Ihr wisst es, das ist nun mal so und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, denn ich mag Duschgel. Also, wo fangen wir an? Das habe ich im Juni bei Boots gekauft und zwar von Soap & Glory, das Rich and Foamous mit Irresistible Almond Oats im Brown Sugar Scent. Oh yes, es riecht so... Oh mein Gott. Es riecht so nussig, es riecht einfach so wundervoll. Und ich meine, Juni bis, ich würde sagen Dezember habe ich es aufgebraucht, ein halbes Jahr ist okay, oder? Oh, und wobei, ich habe es auch eigentlich erst viel später angefangen. Nun gut, egal. Ich liebe das. Ich würde es definitiv nachkaufen, wenn ich da wieder bin. Ich mag dieses Nussige, ich fand die Pflegewirkung gut. Und ich bin einfach ein großer Fan von so Rausdrücksachen. Vielleicht behalte ich es auch und fülle irgendwas um. Ich muss mal schauen. Zwei Sachen, die ich tatsächlich nicht selber leer gemacht habe. Mein Freund hat die in die Tüte getan. Er möchte, glaube ich, euch mitteilen, dass eure Freunde das vielleicht auch mal benutzen können, weil er es toll findet. Ich bin nicht sicher. Auf jeden Fall das von Axe, das benutzt er immer unter der Dusche, aus der Mature-Reihe. Es riecht halt wirklich auch sehr gut, ne? Oh, mhm. Ja, es riecht sehr männlich. Ich finde es sehr, sehr schön. Ist ein schönes Duschgel und mein Freund riecht auch immer ganz gut. Deswegen eine Empfehlung an eure Freunde. Ja, okay. Das ist auf jeden Fall... Dazu habe ich bald eine richtig gute Geschichte. Das ist, also ich, ist absolut großartig. Ich werde es euch bald erzählen. Auf jeden Fall geht es natürlich um mein Fahrduschgel. Es kann in keinem Aufgebraucht-Video fehlen. Jeder, glaube ich, der meine Videos schaut und so ein bisschen auf meine Empfehlung vertraut, hat mittlerweile das Duschgel gekauft. Und ich würde sagen, 99% der Leute finden es auch absolut großartig. Absolut mein liebstes Duschgel of all time. Oh Gott. Dieser Geruch und die Pflegewirkung, weil ich benutze gerade wieder 3-4 neue Duschgels, Duschgelprodukte und da ist einfach keine Pflegewirkung. Aber das pflegt und riecht großartig und ist günstig und ist einfach eine Liebe. Zwei weitere, die mache ich aber auch mit meinem Freund immer leer, die benutzen wir beide, so nach dem Crossfit meistens, falls das irgendwen interessiert, Jamina. Und zwar von Dove, die reichhaltige Pflege. Riecht einfach sehr frisch, sehr angenehm. Und dadurch, dass halt so eine Creme ist, so eine Cremedusche, finde ich es halt auch gerade nochmal abends so richtig schön pflegend. Und da ich mir nicht immer jeden Abend eincreme, ist es auf jeden Fall eine tolle Sache. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Monaten schon mal in einem Aufgebraucht-Video gezeigt und meinte, ich werde es nachkaufen und ich habe es nachgekauft. Von Nivea das Frangipini, no, warte, stopp. Frangipani and Oil Pflegedusche. Hat so kleine Perlen in sich, finde ich richtig, richtig schön. Oh, riecht so frisch, das habe ich mir... Ich habe den Skiurlaub gekauft, ja, und ich habe es in einer Woche Skiurlaub aufgebraucht. Aber ich muss sagen, man duscht ja morgens, wenn man aufsteht und abends, weil man total erfroren ist. Sprich, 14 Mal duschen läuft, oder? Und eins, was mich echt enttäuscht hat, das habe ich im Oktober, glaube ich, als ich in Paris war, gekauft habe. Das war kein deutscher Satz, Jamina. Das habe ich gekauft in Paris, als ich im Oktober dort war. Und zwar von Le Petit Marseille. Nee, warte. Marseille. Das ist Vervin et Citron. Ja, ich hatte bis zum Abitur Französisch. Nee, Moment, überhaupt nicht wahr. Bis zur 11. Klasse. Oh, das riecht so gut. Ich wünschte, es hätte irgendeine Art von Pflegewirkung gehabt. Ich würde es mir total nachkaufen. Aber das war einfach nur so, ich habe quasi irgendwie ein anderes Duschgel benutzt und das habe ich dann nochmal so on top benutzt, weil macht man halt, ne, verschiedene Duschgel benutzen und einfach nur, weil es gut riecht. Aber das war jetzt nicht irgendwie mega die Pflege. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, mögt ihr lieber so Lava-Videos auf einem Sonntag oder eher so, ich sag mal, hochproduzierte Videos, wie so ein Tutorial oder so. Das würde mich total interessieren, weil ich überlege, was ich freitags und sonntags hochlade. Aber ich möchte natürlich die Sachen hochladen, die euch am meisten interessieren oder... Wenn ihr sagt, Sonntagsvideos sind so Videos total super, dann sagt es mir auf jeden Fall in den Kommentaren. Ich habe jetzt hier nochmal mein Video zu meinen neuen Haaren, falls euch das interessiert, zu welchem Friseur ich gehe, was wir für Farbe benutzen und so weiter. Also schaut da auf jeden Fall mal rein. Genau hier oder in der Infobox schreibe ich euch alles auf, worüber ich gesprochen habe, wie immer, was ich trage,
Mein Mixer, da werde ich glaube ich jedes Mal gefragt, wo ich den habe. Schaut einfach mal in die Infobox, ich probiere euch immer alles aufzuschreiben. Habt noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns Mittwoch wieder zu meinem Weekly Bits and Pieces. Bis dahin.